Ja, also es geht darum, den Nahverkehr zu retten. Wenn es so weitergeht, dann bricht der Laden halt zusammen. Es geht hier um uns alle, es geht um den gesamten Nahverkehr. Wir sind immer die Betroffenen, sowohl die Fahrgäste wie die Fahrerinnen und Fahrer. Wir baden das Ganze aus, die ganze Kürzungspolitik, die seit Jahren läuft. Dabei ist auch das Problem, dass die Löhne hier massiv gekürzt worden sind und auch die Arbeitsbedingungen sich massiv verschlechtert haben, sodass einfach keine Leute, also die BVG ein Problem hat, überhaupt Fahrerinnen und Fahrer zu bekommen. Abgesehen davon, dass die Zahl der Beschäftigten im Fahrdienst gekürzt worden ist, sodass wir heute zum Beispiel auch keine Reserven haben. Also was der Vorstand da irgendwie immer als Grippewelle verkauft, ist deswegen ein Problem, weil wir überhaupt auf Kante genäht sind, also noch nicht mal, also schlimmer noch. Und nur deswegen kann sozusagen eine sogenannte Grippewelle hier irgendwie zu Zugausfällen führen. Einfach das Material total runter ist und auch in den Werkstätten das Personal und in der Reinigung des Personals zusammengekürzt worden ist. Die konkreten Forderungen sind zum Beispiel, dass die Arbeitszeit auf 36,5 Stunden für alle bei vollem Lohnausgleich reduziert wird. Jetzt ist es auch schon so, dass viele Kolleginnen und Kollegen schon auf Teilzeit gehen, auch Neubeschäftigte, die eigentlich 39 Stunden arbeiten wie ich, wo dann viele eben aufgrund um es einfach ertragen zu können, um es durchhalten zu können, dann auf 36,5 Stunden runtergehen, um nicht ständig irgendwie nur einen Tag frei zwischen den Arbeitswochen zu haben. Der Vorstand, der interessiert sich hier einen feuchten Dreck um uns, das zeigt er immer wieder. Uns als Basisgewerkschaftsgruppe Verdi aktiv, uns geht es darum, dass die Gewerkschaft, die bei uns ziemlich bürokratisch einfach funktioniert, weil einfach aus alten sozialpartnerschaftlichen Tagen, die eben auch viele der Kürzungen mitgetragen hat, weshalb auch viele Kollegen ausgetreten sind, weshalb der Organisationsgrad von 80% auf unter 40 oder auf 40 gefallen ist, weshalb sich viele Kollegen umdrehen und ausspucken, wenn ich sage, wenn ich den Namen meiner Gewerkschaft in den Mund nehme. Und wir haben halt gesagt, wir sind auch unzufrieden mit dem Kurs der Gewerkschaftsführung, aber es wird sich halt nichts ändern, wenn die Leute wie Kunden sozusagen das sehen und dann austreten und dann die Situation noch verschlimmern. Und wir haben gesagt, wir wollen einen anderen Kurs, also tun wir uns zusammen. Unser Kurs heißt Basisaktivität. Die Basis muss die bestimmen, wo es lang geht. Wir brauchen einen konsequenten Kurs der Auseinandersetzung und des Arbeitskampfes gegenüber den Bossen, die nicht bereit sind, irgendwas zu ändern, wenn man sie nicht dazu zwingt. Ja, also die 36,5 Stunden bei vollem Lohnausgleich mit bezahlten Pausen, die müssen auf jeden Fall sein, so unserer Meinung nach. Darunter geht nichts. Die BVG ist eigentlich ein reiner Männerbetrieb, ein alter deutscher Betrieb. Und da haben es Frauen natürlich viel schwerer, sich irgendwie mit einzuführen. Also wir haben sehr viele Kolleginnen, die auf jeden Fall Kinder haben, alleinerziehend sind. Männer sind auch alleinerziehend, haben wir auch. Also solche Kollegen, die alleinerziehend sind. Die haben natürlich, die müssen natürlich andere Dienste kriegen und um diese Dienste zu kämpfen, damit sie halt auch ihre Kinder abholen können, müssen sie dann natürlich andere Dienste kriegen. Und darum zu kämpfen ist schon schwierig, also sowohl für Mann als Frau, aber als Frau natürlich noch schwieriger. Frau Dr. Nikutta, größte Feministin sagt man, aber das interessiert sie ja gar nicht, was eigentlich alles so auf den Betrieben der einzelnen Personen im Straßenverkehr, sowohl Bus als auch U-Bahn oder Straßenbahn, das weiß sie ja gar nicht, weil wir leben das live, erleben das live und sie halt schaut von oben zu und sie kann halt nur von Statistiken reden, was auch nicht stimmt. Heute, wir sehen ja gerade, dass Therapeutinnen von der outgesourcten Tochterfirma da sind, von der CPPZ. Was sagst du dazu? Wie findest du das? Super, ist voll wichtig. Ich sehe ganz zentral, dass wir uns solidarisch zusammentun. Ist auch gerade für im Bereich für uns zum Beispiel lebenswichtig. Also ist auch was, wo wir noch Nachholbedarf haben. Irgendwie zum Beispiel, dass wir eigentlich von den BVGern aus auch zur CPPZ zu den Kollegen hingehen müssten, zum TVL-Streik uns beteiligen sollten, überall dabei sein sollten, auch am 8. März zum Beispiel am Frauenkampftag streiken sollten und damit quasi diese weltweite Bewegung
ganz massiv zu unterstützen und eben auch zu, mit einem Beispiel zu versehen, weil hier viel von Beruf und Familie bei der BVG geredet wird und de facto ist für die Arbeiterinnen und Arbeiter halt davon faktisch nichts, bleibt nichts übrig. Aber eben, also dieses, nur gemeinsam können wir Arbeiterinnen und Arbeiter uns unsere Interessen durchsetzen. Und diese Spaltungspolitik, die die ganze Zeit gemacht wird und die leider von den Gewerkschaften teilweise mitgemacht wird, aus welchen Gründen auch immer sie sich dabei überlegen, das ist einfach total schädlich. Wir müssen uns gemeinsam gegen die Politik durchsetzen und gegen die Bosse, die sich sehr wohl untereinander ganz gut vernetzen und auch zusammen agieren. Also jetzt gerade läuft die große Tarifrunde der Länder und also hier in Berlin sind die Landesbeschäftigten alle auf der Straße, wir sind auch Landesbeschäftigte, wir wurden halt 2005 sozusagen mit dem TV, mit der Einführung des TV-Niedriglohns, des TVN bei uns, wurden wir da rausgenommen. Wir gehörten eigentlich vorher auch natürlicherweise zusammen und natürlich haben wir alle mit dem Senat zu kämpfen, der hier bei uns kürzt und sozusagen der Ansprechpartner für diese Fragen ist. Also das heißt, mehr noch als die allgemeine Solidarität, wo es eben auch hießen würde, zu einem Streik der IG Metall zum Beispiel hinzugehen, ist es einfach ein Muss, dass wir uns bei den Streiks beteiligen, der Landesbeschäftigten. Weil das sind genau unsere Leute.